hallo, ihr seid wieder da. Ich lese jetzt gerade hier die vitalstoffreichen Häppchen durch und da möchte ich euch davon erzählen. Bei dieser 10-Tage-Transformation, die der Daniel und ich jetzt beginnen zu machen, gibt es ja Möglichkeiten, zwischendrin so kleine Häppchen zu sich zu nehmen. Natürlich, wenn man viel abnehmen will, braucht man die nicht. Also das ist nicht... Das bin dann ich. Ja, das braucht man nicht. Aber ich will ja zunehmen. Deswegen muss ich mir das schon ein bisschen genauer anschauen. Also diese, die kann man da auf dem Plan, zeigt es ja eh, diese Flexfoods dreimal am Tag dazu essen. Und man kann es ein bisschen variieren, also wann immer es für einen am besten ist. Zum Beispiel zu den Flexfood gehört entweder ein Apfel oder eine halbe große Avocado oder eine kleine Avocado, dann eine Tasse Wassermelonen aufgeschnitten oder Beeren oder roter Paprika oder eine halbe Tasse Kürbis, Zucchini, Spinat, Brokkoli oder Kohl. Und das kann man sogar so ein bisschen so dampfgaren oder so sich ein bisschen zubereiten mit Kokosöl oder auch Knoblauch. Man kann auch Gurkenscheiben, ein bisschen mit Meersalz oder Cayennepfeffer kann man dazugeben. Oder man kann Stangensellerie oder man kann 250 Milliliter Mandelmilch trinken oder Kokosmilch oder einen Tee oder heißes Wasser mit Zitrone oder eine Gemüsebrühe oder auch einen zusätzlichen grünen Drink. Also da sieht man, man kann ein bisschen was essen. Ja, das waren die Flexfoods. Für 10 Tage. Das ist ja eine 10-Tages-Transformation. Ja, das ist eine 10-Tages-Transformation. Ich glaube, das ist wichtig, genau. Und was gibt es noch dazu? Ja, beim nächsten Mal erzählen wir euch noch mehr dazu. Ciao.